Moin moin und hallo. Herzlich willkommen zu Game 2. Heute Kampfmaschinen in WWE 2K18. Assassinen in Assassin's Creed Origins. Und Spiellawinen in Unter dem Radar. Ja, euch und Ihnen viel Spaß. Sophia? Ja. Okay, welches Spiel ist das? Cops und Sheriffs. Kein Plan. Und Rap. Was? Rap. Das gibt's nicht. In der Kombination gibt's... Warte. Ich hab alles durch... In meinem Kopf gibt es dieses Spiel nicht. Na? Das ist Assassin's Creed. Ja, Mann! Aber das hat null mit Cops und Sheriffs zu tun. Ja, dann wart mal unseren Beitrag ab. Bitteschön. Kinder, wie die Zeit vergeht. Ganze 10 Jahre sind verstrichen, seit Ubisoft die hauseigene Assassinenbande zum ersten Mal auf Meucheltour geschickt hat. Und kaum eine andere Spiellizenz hat sich in diesem Zeitraum stärker zum Paradebeispiel eines Markenstresstests entwickelt als Assassin's Creed. Kein Wunder, ganze 16 Teile brachte die Reihe in der vergangenen Dekade hervor. In Zahlen 16. Mit einigen Glanzpunkten, aber naja, manchmal auch mit sowas. Aber was blicken wir in die Vergangenheit? Zum 10-jährigen Jubiläum möchte sich die Serie mit Assassin's Creed Origins neu erfinden. Und wo könnte der geplante Neustart besser gelingen als ganz zu Beginn der Assassinen-Ära? Wenn du nichts tust, wird dieses Land untergehen. Die findet ihren Ursprung im alten Ägypten. Während sich alte und neue Herrscher um die Macht im Land am Nil streiten, schlüpfen wir in die Rolle von Protagonist Bayek, zumindest für den größten Teil des Spiels. Wie in Assassin's Creed Syndicate steht unserer Hauptfigur ein weiblicher Gegenpart zur Seite, über den wir zeitweise die Kontrolle übernehmen. Mein Liebster. Was auf den ersten Blick nach heiler Welt aussieht, hat einen finsteren Hintergrund. Bayek und Aya sinnen auf Rache. Wieso, weshalb, warum? Das wollen wir an dieser Stelle nicht vorwegnehmen. Nur so viel sei gesagt, Assassin's Creed Origins Rachegeschichte ist nicht sonderlich innovativ, mausert sich dank interessanter Charaktere und spannender Wendungen, aber zum wohl storytechnisch stärksten Teil der Marke. Dass sich die Entstehungsgeschichte der Bruderschaft auch noch sinnvoll in das Assassinen-Universum einfügt, ist da umso schöner. Ich bin ein Magi. Beschützer von Ägypten. Wer seine Lauscher gespitzt hat, wird es bereits vermutet haben, ein Assassine ist Bayek nicht. Bayek ist ein Magi, eine Art paramilitärischer Powerpolizist, der für die Rechte des ägyptischen Volks eintritt. Und so viel geht schon aus alten Hieroglyphen hervor. Die Magi waren so ziemlich das Krasseste, was dieses Zeitalter zu bieten hatte. Was guckst du so? Ich bin ein Magi. Ägyptische Elite, Superpolizei. Muckst du einmal auf, dann komm ich vorbei. Schick dich zu Anubis, denn ich bin dein Magi. Beschütz mein Dorf, ich bin Sheriff der Wüste. Bösen Puppis, Muttis, bestell ich schöne Grüße. Koppeln, Sand, Vogelstrauß, Klinge sticht, Ofen aus. Ich bin ein Magi, du Hurensohn. Der letzte meiner Art, dafür noch viel krasser. Von Geburt an trainiert, ein wahrer Tausendsasser. Komme mit Kamel, Keule, Säbel und Messer. Seh nun spät dich aus. Versteck dich besser. Du bist aus auf Berge, ich bin ein Magi. Du bist guter Kämpfer, ich bin ein Magi. Du bist krasser Fleischwerk, ich bin ein Magi. Du bist böser Herrscher, doch ich bin ein Magi. 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 Hure. Tja, so war das damals mit dem Magi. Die konnten aber nicht nur posen, sondern auch ihrem Job als Hüter von Recht und Ordnung nachgehen. Auf Bayeks Reise helfen wir unzähligen Bauern aus der Patsche, meucheln Tyrannen und erklimmen die höchsten Spitzen der Spielwelt. Typisches Assassinenhandwerk eigentlich, also doch alles wie gehabt? That doesn't make sense. Ganz genau, und deswegen ist es auch nicht so. Beginnen wir mit den Missionen. Haben wir in der Vergangenheit meist Türme erklommen, die uns neue Aufgaben mir nichts, dir nichts auf die Karte gezaubert haben, setzt Origins auf ein Quest-basiertes System, das Erinnerungen an Spiele wie The Witcher wach werden lässt.
Entdecken wir ein neues Gebiet, geben Kompass und Karte lediglich eine grobe Richtung vor. Wollen wir wissen, was sich an besagtem Ort verbirgt, hilft nur eins: erkunden. Hallo, altes Mädchen. Und gut in Form. Dazu steht Bayek sein Adler Senu zur Seite. Im Überflug entdecken wir Händler, Jagdtiere und allerhand Gebiete, die Schätze oder Waffen beherbergen. Ja, innovativ ist die gefiederte Drohne nicht. Im Rahmen des Assassin's Creed-Universums markiert der Vogel aber dennoch eine sinnvolle Ergänzung. Und wo wir gerade schon beim Entdecken sind, das Erkunden der gigantischen Spielwelt ist eines der Highlights in Assassin's Creed Origins. Willkommen daheim, Bayek. Siva hat dich vermisst. Das alte Ägypten bietet trockene Wüstenlandschaften, lebendige Oasen und bekannte Städte wie beispielsweise Alexandria. Egal, ob wir verlassene Grabmäler erkunden oder Unterwasserwelten erforschen, Assassin's Creed Origins ist eine Augenweide. Zwar bleiben nachladende Texturen, teils hässliche NPCs und aufploppende Elemente nicht aus, Struktur und Lebendigkeit der Welt sind aber schlichtweg beeindruckend. Gar so sehr, dass wir die Schnellreisefunktion nicht nutzen wollten, um möglichst viel von der Welt mitzubekommen. Ja, wir wollten alleine schon deshalb auf die Schnellreise verzichten, weil ganz Open-World-typisch immer mal wieder kurioser Kram passiert. Wir rufen beispielsweise einfach mal unser Kamel. Oder versuchen in Begleitung möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erregen. Naja, sei es drum. Dem Spaß am Erkunden der Spielwelt tun diese kleineren Unfälle keinen Abbruch. Lass mich nicht zurück! Ich muss von hier verschwinden! Und das ist auch gut so, denn Erkunden ist Pflicht. Gegner, Waffen, Missionen, Bayek selbst, alles wurde mit einem Level versehen. Das Erfüllen von Nebenmissionen ist also kein reiner Zeitvertreib, sondern essentiell, um den nötigen Level für die Hauptstory zu erreichen. An dieser Stelle könnten wir monieren, dass sich klassische Mein Mann wurde gefangen genommen Missionen wiederholen und etwas vom Mainplot ablenken. Da es aber ebenso viele interessante Nebenaufträge gibt, fällt das nicht allzu stark ins Gewicht. Das Niveau eines Witchers erreichen die zwar nie, lassen uns aber oft in spannende Geschichten um Bayek und die Spielwelt eintauchen. Mögen die Götter eure Überfahrt begleiten. Haben wir ausreichend Skillpunkte gesammelt und steigen im Level, kommt die Rollenspielmechanik von Origins zum Vorschein. Über einen Spherobrettartigen Skilltree könnt ihr Bayek mit neuen Fähigkeiten ausstatten oder stärkere Waffen und Schilde ausrüsten. Zu einem wirklich ausgewachsenen Rollenspiel fehlt es den Mechaniken aber an Tiefe. Crafting gibt es nur in vorgeschriebenen Stufen und neue Klamotten verändern euren Magi rein optisch. Aber trotzdem levelt ihr natürlich nicht für umme. Stehen eure Gegner einige Level über euch, bringt jeder noch so gut geplante Angriff meist nichts. Aber nicht verzweifeln, wer im Kampf etwas taktische Hilfe braucht, Senu ist zur Stelle. Bayeks tierischer Begleiter markiert Feinde, die wir im Anschluss durch Wände hindurch beobachten können, um sie einen nach dem anderen zu meucheln. Allzu viel taktische Tiefe sollte aber auch hier niemand erwarten. Nach wie vor ist es unserer Figur nicht möglich, sich an Ecken zu lehnen und das Schleichen beschränkt sich aufs Huschen von Deckung zu Deckung. Bekannt blödblinde Wachen inklusive. Hey! Es kommt also oft, wie es kommen muss, die Klingen müssen sprechen. An dieser Stelle sei einmal gesagt, dass wir Bluteffekte aus Jugendschutzgründen deaktiviert haben. An der Mechanik ändert das aber nichts. Die Kämpfe markieren eine der größten Änderungen in Assassin's Creed Origins. Vorbei ist die Zeit automatisierter Klingenchoreografien. Kein Scheiß, ihr müsst tatsächlich selbst kämpfen. Aber ist der zugegebenermaßen überstrapazierte Vergleich mit dem Kampfsystem der Souls-Spiele denn jetzt gerechtfertigt? Wir sagen, in Teilen. Wer gehört mir? Warum? Weil sich grundlegende Mechaniken ohne Zweifel wiederfinden lassen. Leichter Schlag, schwerer Schlag. Parry, das Anvisieren der Gegner und Abtasten erinnert direkt an das große Vorbild. Obendrauf gibt's verschiedene Waffen, die allesamt unterschiedliche Angriffs- und Abwehrstile erfordern. Und trotzdem fühlt sich Origins grundlegend anders an. Keine Ausdauerleiste hält euch vom wilden Prügeln ab und das Tempo ist deutlich erhöht. Das sorgt nicht selten dafür, dass die Übersicht in hektischen Situationen gegen mehrere Gegner flöten geht. Tja, wer Dark Souls haben möchte, muss nun mal sagen: Fickt euch! Ich geh Dark Souls spielen! Und um ein leidiges Thema kommt auch Assassin's Creed Origins nicht herum: den Mikrotransaktionen. Wer möchte, kann sein Echtgeld in fesche Outfits, dieses äußerst sinnvolle Einhorn oder Zeitersparnisse wie Erfahrungspunkte und Karten zu versteckten Orten investieren.
Da wir uns im Spielverlauf aber nicht einmal dazu genötigt gefühlt haben, diese Option in Anspruch zu nehmen, verfrachten wir dieses Angebot einfach mal in die Kategorie Wer's braucht? Ist Assassin's Creed Origins also der groß heraufbeschworene Neustart der Serie? Wir antworten mit einem eindeutigen Jein. Ubisoft haben viele Schwächen der bekannten Assassin's Creed-Formel gekonnt ausgemerzt. Die Geschichte weiß insgesamt zu überzeugen, die Spielwelt lädt zum Erkunden ein und ist schlichtweg grandios inszeniert. Viele Spielelemente kratzen zugunsten der Breite aber eher an der Oberfläche, anstatt wirklich in die Tiefe zu gehen. Dennoch können wir ruhigen Gewissens sagen, dass Assassin's Creed Origins in der Summe einer der besten Teile der Reihe geworden ist. Auch wenn jede noch so aufpolierte Formel am Ende nun mal Formel bleibt. Okay, Sophia, was bin ich? Nächstes Spiel. Wir machen nicht schon wieder so eine Rätselkacke, Eddie. Nein, wir moderieren jetzt einfach mal normal irgendwas an. Mann, sogar beim Arzt muss ich mir so einen Rätselvortrag anhören. Was heißt hier normal anmoderieren, Mädchen? Du hast keine Ahnung, auf was du dich hier eingelassen hast. War Monstrosity. Ich habe immer noch keinen Plan, was du von mir willst. Hä? 10 von 10 Punkten, ich habe überhaupt keinen Plan, was das ist. Ach, Sophia, ey. Mann, irgend so ein scheiß bekacktes Wrestling-Spiel da. Jetzt hast du alles verraten, Michael. Ja. Fantastisch, dann kannst du auch den Beitrag machen, wenn du so schlau bist. Oh Mann, auf gar keinen Fall, doch, ey. Doch, du machst ihn. Bitteschön. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wieso wir bei Game 2 ein Wrestling-Spiel wie WWE 2K18 bringen. Darum der Hinweis, das hier wird kein Test. Ich bin nicht objektiv. Außer bei einer Sache. Jeder Mensch mit fertig ausgebautem Hirn und Geschlechtsteil muss Wrestling scheiße finden. Ich kenne übrigens auch keinen, der Wrestling mag. Wrestling ist der Shit. Ich habe sogar einen Podcast dazu. Halt's Maul. Ey, seid ihr dumm? Wrestling kommt auf der Schwachsinnskala gleich nach He-Man und Turtles. Hä, Alter? Turtles sind doch voll der Hammer, genauso wie Wrestling. Erzähl doch mal lieber was zum Spiel. Ja, genau. Okay, wenn's sein muss. Dann hole ich mal ein bisschen weiter aus. 1993 hat mir meine Mutter WWF Royal Rumble für Super Nintendo vom Grabbeltisch mitgebracht, weil sie dachte, der missratene Junge mag doch so dumme Kloppspiele. Ich wollte eigentlich Street Fighter 2, aber damals hat man halt gespielt, was auf den Tisch kam. Die kindliche Enttäuschung war riesig. Die Unterhosenträger torkelten durch den Ring wie feiste Fleischeimer, ließen sich freiwillig in die Seile schubsen und wachten wieder auf, wenn sie einen Doppeltritt in die Fresse bekamen. Deckung ist nicht erlaubt. Man haut sich so lange abwechselnd auf die alberne Schminkfresse, bis einer wieder Bock auf Schubsen hat. Yeah, punch him in the face! Wrestling-Spiele kranken halt an einem grundsätzlichen Problem. Einstudierte Kämpfe zum Selberspielen machen keinen Sinn. Oder kurz, Wrestling-Spiele sind scheiße. WWE 2K18 tritt jährlich auf dem Spielemarkt an, um uns das Gegenteil zu beweisen. Und um die vermutlich arschteure WWE-Lizenz wieder einzuspielen. Die Neuerung dieses Jahr: Man darf nun vor den Matches komplett frei im Backstage-Bereich herumlaufen. Man kann dadurch beispielsweise dem ewigen Rivalen in total glaubwürdigen Situationen auflauern. Rein zufällig sind die Kameras und Kommentatoren natürlich immer dabei. Jeez! Okay, John, was sehen wir hier? Ich glaube, der Bomber holt sich seine Kohle für den gewonnenen Kampf gegen Purple Menace. Oh nein! Oh nein! Das ist Purple Menace aus dem Nichts! Das ist ja unglaublich frech. Der Manager greift ein, tritt ihm in den Bauch. Und der Propeller-Punch! Ich dachte, es wäre ein Mythos! Das ist ja unglaublich hart, wie der Bomber da angreift. Und es hat sich gelohnt. Ja, wir sind wieder am Anfang und der Bomber kann die Kohle einstreichen. Oh, nein! Oh, es ist noch nicht vorbei. Da puncht der Purple Menace beide auf einmal um. Aus ja, da kann er schon wollen. Aus dem Nichts kommt er und genauso viel verschwindet. Diese Fehde wird, glaube ich, niemals enden. Kann das sein? Das ist sehr wahrscheinlich. Wow, das ist echt spannend. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Weitere Neuerungen von WWE 2K18 sind: endlich 8 Kämpfer gleichzeitig in den Royal Rumbles statt den 6 von früher. Außerdem eine komplett überarbeitete Grafik für brillant glänzenden Schweiß, Adern wie Gartenschläuche und flauschige Brustbehaarung. Und man hat jetzt echt 1000 Optionen beim Erstellen von Kämpfern. Auch die Custom-Match-Gestaltung wurde überarbeitet. Elimination Battle Royals sind jetzt genauso möglich wie Submissions Count Anywhere Cell in a Hell. Oh Moment, ich höre gerade, dass die Fehde weitergeht. Hier wird der Bomber wohl blutige Rache üben, wegen der Sache mit dem Manager. Oh mein Gott, ich glaube, das ist die Wohnung von Purple Menace. Irgendwas ist da. Nicht richtig. Schwaue. Die Situation kommt mir nicht koscher vor. Da kommt er ja schon raus. Oh, und da gibt es Streit. Das ist ein astreiner Brawl hier vor der Haustür. Das ist ja unglaublich, das ist doch gar kein Pizzabote. Nein, es ist der Bomber. Der Bomber. Ich denke, das ist die Rache für die Manager-Sache. Wow.
Es ist kein Schiedsrichter, Band und Part. Ich weiß nicht, ob das alles mit den Regeln konform ist, was hier passiert. Es sieht sehr brutal aus. Oh mein Gott, der Bomber geht auf den Boden. Das habe ich noch nie gesehen. Der Bomber liegt auf dem Boden. Direkt aufs Gesicht. Das ist eine seltene Gelegenheit, um nochmal nachzutreten. Und das passiert hier jetzt auch. Da wird bittere Rache folgen. Puh, ich glaube, das tut sehr weh. Ich flippe aus, das ist einfach gnadenlos spannend. Dieses ganze Wrestling drumherum fühlt sich an wie ein testosterongeifernder Anabolika-Porno mit pöbelnden Rinderhälften, die endlose Fäden austragen und Fans, die es total geil finden. Ja, es ist dumm, aber ich find's trotzdem geil. Genau wie Game 2. Im besten Fall sind es kurzweilige Prügeleien mit coolen Stories. Wrestling ist Soap für Männer. Was gibt's eigentlich Geileres? Aber jetzt erzähl doch endlich mal was zum Kampfsystem. Ja, genau. Mach endlich. Do it. Du Otto. Ja. Also die Steuerung baut serientypisch weiterhin auf dem Counter-System auf. Das heißt in der Praxis, ihr werdet vom Gegner so lange gewürgt und getreten, bis euch ein Gegenangriff gelingt. Dann spielt der andere wieder gelähmt und hält seine Fresse pflichtbewusst in eure Faust. Das Timing beim Countern muss man auswendig lernen. Intuitiv ging da bei mir echt wenig. Also heißt es, konzentriertes Animationsphasen beobachten und R2 drücken. Das ist doch geil. Ach ja, es gibt jetzt ein neues Tragesystem, mit dem ihr die geschminkten Zuchtbullen oben haltet und beispielsweise spontan übers Seil schmeißt. Und dann erst diese geilen Promos, wo euer Kämpfer mit großschnäuzigen Phrasen für sich vor dem Kampf Stimmung macht. Leider komplett unvertont. Yeah, das ist knallharte Wrestling-Action vom Feinsten. Oh Moment, mir wird gerade durchgesagt, dass der Bomber was echt Übles vorhat, wegen der Sache mit der Pizza. Wir schalten mal rüber. Oh, wir sehen Purple Menace an einem ganz normalen Tag, wie er Purple Menace Junior zur Kita bringt. Oh mein Gott! Was? Das ist ja unglaublich brutal. Der attackiert ihn schon wieder, der Bomber. Nein, das scheint die Rache zu sein für die Aktion mit der Pizza. Für die Sache mit der Pizza, ich glaube auch. Er greift sich den Kinderwagen. Oh mein Gott. Der Bomber vergeht sich am Baby. Baby ist doch unschuldig. Wo ist die Moral in diesem Sport hin? Das frage ich dich. Auch. Er ist ein Tier, er ist kein Mensch mehr. Ja. So, nur habe ich den Faden verloren. WWE 2K18 hat echt noch richtig viele weitere Features, aber ich habe echt keinen Bock, sie aufzuzählen. Wer es mag, soll es halt spielen. Ich würde sogar eventuell auch nochmal spielen, besoffen auf einer Party oder so. Ey, Superfans, wollt ihr nicht einfach mal was zum Spiel sagen? Bei den Kämpfen kommt halt überhaupt kein richtiges Wrestling-Feeling rüber. Ist einfach nur lame. In diesem Fall gibt es leider auf Dauer zu viele langweilige Prügeleien und uncoole, repetitive Story-Elemente. Ja, das Spiel ist eigentlich schon scheiße so. Ist eigentlich nur ein Counter-Massaker. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Das Spiel ist selbst für Fans kacke? Auf jeden. Irgendwie schon, ja. Ist nicht ganz so geil. Aber jetzt zeig endlich, wie es mit der Fehde von Purple Menace und dem Bomber weitergeht. Ja, bitte, ja, endlich. Ja, Mann, zeig den Bomber endlich. Okay, ja, cool. Ich höre gerade, dass die letzte Eskalationsstufe jetzt erreicht sein soll. Wir schalten mal rüber. Ich bin raus. Und erneut ein ganz normaler Tag im Leben des Bombers. Anscheinend dreht sich auch privat sehr viel um Stühle. Oh mein Gott! Was ist das? Und schon wieder eine Attacke von Purple Menace aus dem Off. Welch eine Überraschung. Aus dem Nichts kommt er einfach und reitet diesen widerständigen Bullen. Mit dem Udeo Sunday's im Special Move. Unbelievable. Oh, was ist nur los? Es sieht so aus, als hätte er was versteckt da. Mann, hat einen Stuhl dabei. Das darf doch wohl nicht wahr sein, dieser verfluchte Bastard. Was macht er denn jetzt? Der gefürchtete Pissoir-Move. Er ist verboten. Der ist verbunden! Das darf man nie wieder tun. Ist er das getan? Oh mein Gott! Ja, das war's dann wohl mit Purple Menace. Und nun noch eine erfreuliche Meldung. Der seit einigen Wochen vermisste Michael Krugmann ist wieder aufgetaucht. In einer Videobotschaft richtet er sich nun an seine Zuschauer. Ich bin's, euer Krogi. Mensch, ich wollte nur sagen, es ist so schön hier. Ich kann Jetski fahren, ich kann Airboot fahren, überall sind so tolle Tiere. Ich bin ganz fasziniert und ich glaube, ich bleibe noch eine Woche länger. Wollte ich euch nur sagen. Also, bis dann, ja? Alter, was? Bist du bescheuert, Krogi, oder was? Oh, jetzt habe ich wieder keinen für die News. Ey, ich fass es nicht. Okay, Micha, du musst das jetzt machen. Okay. Ja, du bist der Beste von denen noch gewesen. Mach das jetzt. Okay, ich habe dir was vorbereitet. Star Citizen, kennt ihr es? Star Citizen ist der Obershit. Das ist nämlich das PC Master Race Spiel vom Herrn. Und das zeige ich euch jetzt mal einen Ausschnitt. Denn Chris Roberts, der Meister von Star Citizen, hat seiner Gemeinde was Neues präsentiert. Yeah, da seht ihr Chris Roberts auf der Bühne. Die Leute feiern ihn. Yeah, jubel, jubel. Du bist der Geilste. So.
So sehen die Planeten aus. Was? Das ist ja unglaublich. Und da ist auch schon der erste Raumhafen. Yeah. Und hier ist auch schon das Raumschiff. Ihr kennt's alles, Raumschiff-Porno. Und man fliegt einfach los. Hammergeile Aussicht, ja, Blade Runner-Style. Diese Gebäude, die existieren wirklich. Das sind gar keine Bitmaps. Das sind 3D-Objekte. Und, oh mein Gott, seht ihr's? Der ganze fucking Planet besteht aus Häusern. Das ist ja unglaublich. Die Grafiktechnologie von Star Citizen ermöglicht es endlich, dass ein ganzer Planet aus Häusern besteht. Boah! Also mir geht richtig einer ab, wenn ich das sehe. Ah, jetzt fliegt er hier auf eine Raumstation zu. Seht ihr sie? Und jetzt denkt er natürlich, hä? Ja, jetzt gibt's gleich einen Ladescreen oder so. Es gibt aber keinen Ladescreen, sondern er landet einfach nahtlos, alles ist ja nahtlos, auf der Laderampe hier. Boah! Und dann seid erstaunt, was als nächstes passiert. Er dreht sich um. Wow, der ganze Planet ist immer noch in Echtzeit abgebildet. Und ich meine, das ist ja wohl ultra beeindruckend, oder? Also ich, keine Ahnung. Bist du beeindruckt, Tim? Oh, es reicht jetzt. Micha, du bist raus. Ich rufe jetzt Krogi an. Das geht so nicht mehr. Krogi! Krogi, ohne Scheiß, Notfall. Code Red, verstehst du? Code Red, du musst jetzt sofort wieder die News machen. Nee, nein, keine Woche Urlaub. Du machst jetzt sofort die News. Es geht einfach nicht anders. So, da bin ich wieder. Nach der E3 hat Sony seine nächste große Pressekonferenz auf der Paris Games Week abgehalten. Die war voller pompöser Trailer und Ankündigungen. Hier gibt's die kürzeste Kurzfassung. Infamous-Entwickler Sucker Punch arbeitet an einem Samurai-Open-World-Spiel namens Ghosts of Tsushima. Unrush ist das neue Spiel ehemaliger Motorstorm-Entwickler. Das gelbe Filz dürfte bald wieder in Tennis World Tour dreschen. Am 9. Dezember gibt's eine Monster Hunter World Beta für alle PlayStation Plus-Mitglieder. Der erste DLC zu Destiny 2 Ghosts of Osiris erscheint am 5. Dezember. Indie Darling Spelunky bekommt einen Nachfolger, yay! Indie Metroidvania Guacamele bekommt auch einen Nachfolger, yay! Die Hong Kong Massacre ist zwar kein Nachfolger zu irgendwas, hat aber zumindest ein bisschen was von Hotline Miami. Das ist doch auch schon etwas, oder? Mit The Garden Between, Concrete Genie und Hour gibt's noch ein bisschen neuen, schicken Indie-Kram. Neuen VR-Quatsch gab's auch. So richtig erwähnenswert finde ich da aber nur Blood and Truth und Moss. Töfte Trailer gab's außerdem zum Shadow of the Colossus Remake, Detroit Become Human, God of War und Spider-Man, yeah! Voll anstrengend hier. Florida war irgendwie entspannter. Aber alles für die News. Und den Trailer zu The Last of Us 2, den muss ich auch noch erwähnen. Der ist technisch oberste Spitzenklasse, verrät aber über Spiel und Story herzlich wenig. Da der Trailer allerdings super brutal ist, hat sich eine hitzige Diskussion entfacht. Mit extremer Gewalt ein Videospiel zu bewerben, ist einfach nicht mehr zeitgemäß, urteilt beispielsweise die amerikanische Gaming-Seite Polygon. Was sagt ihr dazu? Fandet ihr den Trailer unangebracht oder siegt doch die Vorfreude? Haut eure Meinung in die Kommentare, ich bleibe gespannt und sage... Toll, da bleiben wir dran. Zum Schluss noch was Trauriges. Arcade-Spiele sind tot. Das sagt zumindest Hausmarke, das Studio, das für hochklassige Arcade-Sausen wie Nex Machina oder Razogun verantwortlich ist. Weil sich ihre liebevoll oldschooligen Action-Dampfwalzen aber trotz guter Kritiken nicht so recht verkaufen, zieht die Firma die Reißleine. Gemäß eines offenen Briefes an die Fans muss sich Hausmarke dem anhaltenden Trend langlebiger Multiplayer-Spiele beugen. Ihr nächstes Spiel wird deshalb eine völlig neue Ausrichtung haben. Ey, wer macht denn jetzt die geilen Arcade-Spiele? Und was ist mit den Micha-Bros, hier die Space-Polizei? Gibt's da keine Fortsetzung mehr oder wie? Das macht mich traurig. Ich zück jetzt den... Guilty Hammer! Also, Mittelerde hatten wir, Layton hatten wir, South Park, Elex. Ja. Hatten wir Super Mario schon? Ja. Assassin's Creed, WWE hatten wir eben. Ja. Ich glaube, wir haben alle relevanten Games durch. Nichts mehr. Oh nein, Eddie! Das Ding hat eine Rückseite! Oh mein Gott! So viele Spiele! Das schaffen wir doch niemals! Schaffen wir das doch! Ja, sollte klappen. Sebastian kümmert sich drum. Ja? Ach cool, los geht's. Matrose! Wie konnten Sie die ganzen Spielspaßgranaten übersehen? Sie waren unter dem Radar! Unter dem Radar! Seid gegrüßt, werte Zockfreunde! In der aktuellen Ausgabe eures neuen Lieblingsformats Unter dem Radar präsentieren wir euch topaktuelle Telespiele, die großartig sind, aber trotzdem keinen Platz in unserer Sendung gefunden haben. Und weil euch dieser Sprech früher oder später auf die Nerven geht, rede ich jetzt wieder normal. High Hell ist martialische Ballerei hoch 10. Hier geht alles Schlag auf Schlag auf Schlag. Ins Level hüpfen, losmarschieren und ballern, ballern, ballern. Und das macht wahnsinnig Bock, weil alles so unkompliziert und herzlich dumm ist. Deshalb lauten eure Aufgaben auch, verunglimpft ein Gemälde, rettet Äffchen, nietet den Nackedei in der Dusche um. Okay, die letzte Mission haben wir uns ausgedacht. Hi, Penis. Selbst die Ladebildschirme beschäftigen euch mit charmanten Blödsinnigkeiten.
High Hell ist eine weniger blutige, weit witzigere Ego-Shooter-Variante von Hotline Miami. Und das sollte als Lob genügen. Jetomero, Hero of the Universe, ist so super, wie es seltsam ist. Ihr seid Godzilla-Roboterviech Jetomero und wollt niemandem auch nur ein Haar krümmen. Ganz easy als... Ups! Oh! Ey, sorry. Naja, mit den Ausmaßen eines hochhaushohen Stahlbergs ist es gar nicht so einfach, die Porzellanplaneten heile zu lassen. Der Typ stolpert auch noch wie Sau. Au, oh, oh. Echt keine Absicht, ey. Sorry. Während ihr so herumstrauchelt, gilt es, Treibstoff zu sammeln, um von Planet zu hüpfen, die Geschichte der Menschheit zu entschlüsseln und böse Mechamonster zu Augenlasern. Für schlappe 13 Euro ein großer Spaß für Jung und Oh, das tut mir jetzt echt leid. Das räume ich gleich weg. Na, gleich nachher. Bestimmt, also... Nee, bestimmt nicht, Idioten. Is 8 ist das aalgesichtige, glubschäugige Abziehbild aller Japano-Klischees. Hinter dem fürchterlichen Charakterdesign, dem PS2-Texturpaket des Grauens und des platten 0815-Plots steckt ein verdammt gutes Action-Rollenspiel. Tja, das hättest du nicht erwartet, hä? Is 8 steckt dankenswerterweise wenig Energie ins Erzählen und dafür mehr ins zackige Zerkloppen. Unterlegt mit protzigem Stahleierrock, dass es jedem Elex-Fan warm ums Herz wird. Ja, nicht so frech. Das hau ich dir die Fresse dick. Weil ihr, gestrandet auf einer verwunschenen Insel, das Land erkunden, Überlebende retten und ein Lager aufschlagen müsst, kommt dabei sogar ganz nette Abenteureratmosphäre auf. Ja, ich weiß, wenn man die Bilder sieht, mag seltsam klingen, aber das Ding macht wahnsinnig Spaß. Hätte sich Ahead in Time doch mal eine andere Time ausgesucht. Das knallbunte Jump'n'Run erschien nur ein paar Tage vor Super Mario Odyssey und wird von Nintendos alles überstrahlendem Klempnerkönig wahrscheinlich schonungslos verschluckt. Ah! Oh mein Gott! Es wäre schade drum. Steuerung, Leveldesign und Abwechslungsreichtum spielen auf enorm hohem Niveau. Wenn ihr Bock auf einen Oldschool-Plattformer habt, der deshalb aber noch lange nicht auf Oldschool-Niveau hängen geblieben ist, seid ihr bei Ahead in Time ganz richtig. Golf haben einige hier bis jetzt immer als langweiligen Snobistensport für reiche Knacker in Polohemden abgestempelt. Aber Obacht, Everybody's Golf ist gar nicht langweilig. Da das Ganze schön unkompliziert aufgezogen ist und euch nicht mit langen Erklärbärstrecken malträtiert, macht's erstaunlich schnell Laune. Die frei erkundbare Open-World-Insel und Beschäftigungen abseits des Grüns motivieren. Weil ihr außerdem für jeden Mist mit Belohnungen überschüttet werdet, hängt ihr schneller an der Golfnadel, als ihr Neunereisen sagen könnt. Ja, wir saßen anfänglich auch genauso stirnrunzelnd vor dem Bildschirm wie ihr vermutlich jetzt. Aber mittlerweile finden wir Polohemden eigentlich ganz okay. Und das muss auch, denn mit Golf Story ist tatsächlich noch ein feines Golfspiel erschienen. Ja, wir können es selber kaum fassen, hier wird Golfballbolzen mit Rollenspiel kombiniert. Klingt irgendwie falsch, ist aber ganz fantastisch. In der seichten Story sammelt ihr nicht nur Erfahrungspunkte, um irgendwann der König aller Polohemdenträger zu werden, sondern erledigt nebenbei auch noch Sidequests für golfbegeisterte Quacksalber. Die Spielmechanik ist zwar auf Dauer etwas flach, trotzdem findet an Golf Story jeder Spaß, der sich darauf einlässt. Und ich? Ich finde jetzt Spaß am Feierabend. Auf Wiedersehen, werte Zockfreunde. Das war die aktuelle Ausgabe Unter dem Radar. Bis zum nächsten Mal. Das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Alle Spiele durch. Nichts mehr. Darum kümmern wir uns nächste Woche. Nächste Woche, Freunde. Wiederschauen. Reingehauen. Tim? Ja? Kommst du mal in mein Büro? Okay. Ja, setz dich doch. Ich hatte ja letzte Woche das Gespräch mit dem Auftraggeber. Du weißt ja wahrscheinlich, worum es geht. Ach, scheiße, dieses Bild, was da aufs Auto gefallen ist bestimmt, ne? Ach, nein, Quatsch, das scheiß Bild, da kümmert sich schon jemand drum. Okay. Es geht um die Causa Super Mario Odyssey. Oh. Sag mal, was hast du dir bei diesem Verriss eigentlich gedacht? Das ist doch kein Verriss. Das ist das beste Spiel aller Zeiten und du trittst es blind in die Tonne. Ich hab überhaupt nicht in die Tonne getreten. Ich hab nur gesagt, es gibt vielleicht unseriöse Berichterstattung. Sag doch nicht nur ich. Hier, Bärlochlover 113 habe ich mir extra aufgeschrieben. Sag, das ist das geilste Game aller Zeiten. Tim ist dumm und unfähig. Ja, wenn der nicht gekündigt wird, dann deabonniere ich Game 2. Jetzt stehe ich natürlich hier. Wie soll ich jetzt damit umgehen? Das ist nur ein Comment, Colin, ey. Gut, dass du das genauso siehst. Es gibt nämlich wirklich nur eine Lösung. Ich muss dich für ein paar Wochen rausnehmen. Gegenvorschlag?
Nee, gut, schön, dass wir offen drüber reden konnten. Was? Hat sich damit geklärt. Professionelle Einstellung. Alter, was? Bewahr dir das, das ist wirklich gut. Leute, ich habe das mit Tim jetzt geklärt, der ist erstmal raus. Also verteilt mal irgendwie die Themen bitte untereinander. Ich habe echt keine Zeit. Ja, Kacke, wie sollen wir das denn schaffen? Ich bin die nächsten Tage nicht im Hause. Ausgerechnet Tim, der ist so schwer zu ersetzen. Oh, und Tim hat immer die ganzen kreativen Gags gehabt, ey. Alter. Nu? Oh, Alter, echt jetzt? Ich bitte dich. Ach komm, Leute, ey. Gebt mir doch mal eine Chance, Mann. Ich kann das auch. Du bist nicht mal ein Gamer, du. Dummkopf. Genau, du hast doch noch nicht mal eine Konsole. Ah, keine Konsole. Ja, genau. Und die Gamecube bei mir zu Hause, die bilde ich mir dann wohl ein, was? Ich habe richtig viel gezockt. Ich habe GTA, Rollercoaster Tycoon, hier Candy Crush. Candy Crush, Alter? Candy Crush. Candy Crush, ey, ich werd wahnsinnig, Mann, Junge. Ja, ha, 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 wer lacht jetzt hier? Erster Platz Rennspiel, Alter, das ist Mario Kart WG-Meisterschaft, Junge. Du hast in einer Zweier-WG gewohnt. Nein. Ja, gut schon, aber kann man denn mal in Ruhe nichts machen, oder was? Alter, wir können das nicht auffangen. Hier, er hier, du machst das, Marc, du machst das. Und ich habe auch schon genau das richtige Spiel für dich. Und bitte. Beste Antwort ever. Moin moin und hallo. Was hast du Rätselkacke? Du willst mich wohl verarschen, Sophia! Jetzt kommt dein Spiel! Du hast nicht mal die Akalypsis da! Nun noch eine erfreuliche Nachricht. Ja, erfreuliche Nachricht. Und nun noch eine erfreuliche Nachricht. Nachricht. Und nun noch eine erfreuliche Meldung. Nun noch eine erfreuliche Botschaft. Der seit einigen... Es gibt sehr viele Synonyme für dieses Wort. Der seit einigen Wochen vermisste Michael Krogmann ist wieder aufgetaucht und richtet sich in einer Videonachricht an seine Zuschauer. Was wollt ihr von mir? Da hat sie sich wieder eingeschlichen, die Nachricht.